Ich habe euch versprochen, ich lese euch den Rücktext vor. Schaut's mal auf dem Buch. Ein kleiner Junge namens Tim hat Schwierigkeiten mit den Buchstaben. Deshalb tut er sich besonders schwer beim Lesen und Schreiben. Ja, und da klingelt sicher bei vielen Eltern, weil es ist einfach, es gibt einfach welche, die das einfach nicht so einfach herkriegen. Und deshalb habe ich das auch schon mal gleich mal erklärt. Da weiß jeder, der so ein Kind hat, der sich damit schwer tut, aha, das ist eventuell ein Buch. Da gibt es einen Junge drin, der hat dieselben Schwierigkeiten. Und diese Verbindung muss man eigentlich herstellen können als Autor, wenn man solche Kinder abholen möchte. Das ist auch der Grund, warum er gar nicht gern zur Schule geht. Und ich bin mir sicher, es gibt einen großen Prozentsatz von Kindern, die nicht gern zur Schule gehen in dem Augenblick, 2020 und vorgehend. Weil das noch nicht so sein sollte für Kinder, wie es eigentlich besser wäre. Er fürchtet sich besonders vor dem Schreibtest. Ja, es gibt viele Kinder, die haben Prüfungsangst und Probleme mit Tests, Schularbeiten, schon alleine, weil sie abgeprüft werden. Sie wissen alles zu Hause, aber dort verlieren sie die Nerven, sind blockiert und können auf einmal nichts mehr. Das findet nämlich im Hirn statt. Als dieser wieder einmal schlecht benotet wird, verkriecht er sich in seinem Zimmer und geht früh zu Bett. Plötzlich wird er von einem Klirren geweckt und macht die Bekanntschaft mit einem kleinen Männlein, das sich als der Buchstabenmeister vorstellt. Tim und der Buchstabenmeister freunden sich sofort an und wollen sich gegenseitig helfen, denn auch der Buchstabenmeister hat Schwierigkeiten mit dem Buchstaben, wenn auch ganz anderer Art. Sie beschließen deshalb, gemeinsam ins Buchstabenland zu reisen und begegnen einem Abenteuer, wie es eben nur in einem Buch stehen kann. Ein kleines Feuerteufelchen treibt nämlich dort sein Unwesen. Schön eigentlich als Einleitung gedacht, ich verrate natürlich noch nicht die wirkliche Geschichte. Es darf jetzt neugierig machen und ein Feuerteufelchen ist wieder so ein abstraktes Märchenwesen, das man gern kennenlernen möchte. Und so ist es dann auch. Tim und der Buchstabenmeister lernen es kennen und somit alle Kinder, die in diesem Buch natürlich spazieren gehen geistig. Und ja, und lasst euch überraschen, kauft einfach das Buch, schenkt es weiter, schenkt seinem Kind vor allem die Zeit, es vorzulesen, selber zu lesen, in Austausch zu kommen über dieses Buch. Und ihr werdet staunen, was ihr über euer Kind, über Schule und wie es ihm dort geht, was es euch offenbaren wird. Wunderbar. Also dann, kauft eins shop.madella-mella.com. Ich blende es euch ein. Bis zum nächsten Mal.